Ja, und jetzt brauche ich meine Unterlagen, was diese tolle Frau alles macht, die jetzt uns einen Vortrag halten will. Die schreibt mir immer so lieb auf, was, Babaji oder Babaji Abraci oder so. Babaji Abraci, das sagt man zu seinen Freunden. Babaji Abraci. In Italien begrüßt man sich unter den Freundinnen. Ciao, Babaji Abraci, un grande abbraccio. Also ich wohne in Italien, das erzähle ich dann nachher. Ich erzähle das nachher. Magst du selber schauen, was ich Schönes von dir zusammen schreibe? Nein, schalte, sag dir, das schon gut. Also, die Anna Rita hat mir selber auch was zusammengeschrieben und das war so lieb, weil du hast das Einzige geschrieben, ich bin Mutter von zwei Söhnen und Großmutter eines Enkels. Und da habe ich gedacht, wie schön ist das gleich bei dem Thema, ich bin Mutter, ich bin Großmutter, wenn es um einen geht. Ja. Zur Astrologie ist Anna Rita 1988 gekommen, weil sie ihren kleinen Sohn nicht verstanden hat. Ein Skorpion mit vier Planeten. Ein Skorpion, viertes Haus. Und mit Astrologie hat sie dann ihren schwierigen Skorpion verstanden, hat sie mir wortwörtlich geschrieben. Ja. Und seitdem brennt sie für die Astrologie. Sie hat 93 in Zürich Ausbildung gemacht. Ja. Und ihre Klassenlehrer waren Verena Bachmann und Claude Weiss. Ich glaube, für jeden ein Begriff. Durch den Astroclub Zürich, den du zuerst Mitglied warst, ja, hast du ja schon viele Referenten kennengelernt, verschiedenste Richtungen in der Astrologie kennengelernt und 2007 hast du dann begonnen, Kurse für Psychokinesiologie und Astrologie selber zu organisieren und dann hast du nur Ausbildung zum Transformationscoach gemacht und da war natürlich eine sehr intensive Beschäftigung mit den Ahnen, da natürlich bist du in Berührung gekommen. Und ab 1992 war der Astroclub Zürich ihre zweite Heimat. Das verstehe ich sehr gut, was du da sagst. Ja. Und 1996 ist sie in den Vorstand gekommen und ab 2002 war sie die Präsidentin vom Astroclub Zürich. Bis vor ein paar Jahren, bis sie an Silvia Benz übergeben hat und die zwei waren vorher und auch jetzt, egal wer erster, zweiter ist, ein Dream Team. Yes. Ja. Sind zwei Herzensschwestern. Ja, und dann hast du mir noch gesagt, dass ihr beruflich ein Lokal geführt habt, ein Restaurant. Ja. Und dass du auch Pfarramtssekretärin warst. Ja. So brav also, schaust du gar nicht aus. Doch. Ich bin viel. Okay. Ich bin eine richtige Italienerin. Und wir freuen uns jetzt auf deinen Vortrag und du kriegst jetzt schon mal einen tollen Motivationsapplaus. Also ich muss noch kurz zu mir selber sagen, geboren bin ich in Crevalcore, das ist in der Nähe von Bologna. Bologna muss man niemandem erklären, wo das ist, die älteste Universität der Welt, behaupten sie. Und mit 9 Monaten hatte ich das Glück, mit meinen Eltern in die Schweiz zu kommen. Ich muss sagen, das Glück, weil 1957 war das so, dass der Familiennachzug für die ausländischen Gastarbeiter eigentlich praktisch verboten war. Und meine Eltern hatten das Glück, dass meine Großmutter ist in die Schweiz zuallererst gegangen und war dann Dienerin bei der Familie von Salis. Das war eine ganz berühmte Familie, Geschichtsprofessor. In der Schweiz ist es ja so, dass wir keine von zu eigentlich haben, weil die Schweiz kein Land ist mit Prinzen und Königen und was weiß ich was. Aber der hat dann dafür gesorgt, dass wir als Familie dorthin gehen konnten. Und das war ein Riesenglück, weil damals war es so, dass die Kinder waren Schrankkinder. Viele Kinder, die von Italien, von den Eltern mitgenommen wurden, man wollte sie nicht zu Hause lassen in Italien. Und die wurden illegal in die Schweiz transportiert. Und das hat auch viele Traumata gegeben, die ich interessanterweise jetzt, wo ich wieder in Italien wohne, auflöse. Also es ist wirklich ganz eine spannende Geschichte. Diese zwei Bilder, das ist das Schloss über Domodossola, das sind zwei Bilder, die ich mit Freuden gemacht habe und ich habe gedacht, das passt wirklich zu diesem Thema Ahnen und Vermächtnis. Die linke Seite, das ist das, wo man durch das Gitter sieht, das ist verschwommen, man sieht nicht richtig und das ist, so geht es uns mit unserem Leben. Wenn wir zurückblicken, man merkt etwas, aber man fühlt gar nichts. Und wenn wir
Und wenn wir dann fragen, ja, da kriegen wir so halbe Antworten oder gar keine Antworten, wir fühlen aber, dass etwas nicht stimmt. Je älter das wir werden, desto klarer werden die Bilder, weil entweder kommen Erinnerungen von das, was die Großmutter mal erzählt hat oder der Großvater erzählt hat, und so, so geschieht es dann, dass sich die Bilder auflösen. Das war einfach zum ein Bild zeigen. Das ist meine Familie, meine ganz enge Familie. Also wenn wir kirchlich uns getraut hätten, wären es sicher über 300 Leute gewesen. Aber mein Mann und ich hatten dann in ganz jungen Jahren beschlossen, dass wir eine Espresso-Bar in der Nähe von Modena führen. Und damit mein Mann die Bewilligung hat, Italienerin gewesen, damals immer noch, mussten wir heiraten, damit er die Bewilligung kriegt. Wir haben dann standesamtlich geheiratet und dann wollten wir zum Pfarrer und der Pfarrer hat gesagt, ja, Ihr Mann ist reformiert, der muss katholisch werden. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, dann vergessen wir das mit der kirchlichen Hochzeit. Und das war dann unsere Hochzeit. Und da waren nur mein Papa, meine Mama und meine Geschwister und mit den respektiven Frauen dabei. Ja, das ist einfach so, dieses italienische, nein, Martin, geh ich wieder zurück, Brigitte, ups, mach mich nicht fertig, hey. Brigitte, ja, zu mir muss ich noch sagen, was für mich wirklich sehr berührend war, dass wir als italienische Familie in der Schweiz, da war unsere Wohnung, war die italienische Grenze. Also wenn wir über die Haustüre dann noch Deutsch miteinander gesprochen haben, meine vier Brüder und ich, haben wir wirklich Androhung von Schlägen und hin und wieder mal eins an die Ohren gekriegt. Das war wirklich, Italien war in unserem Haus Tradition und alles, also von der Ernährung bis zur Sprache war wirklich italienisch. Meine Eltern haben auch nicht Dialekt miteinander gesprochen, heimlich trotzdem, und das haben wir dann gehört und gelernt. Aber wir durften nicht Dialekt sprechen und wir mussten reines Italienisch reden. Und unser Vater hat uns immer, also auch aus Dante, der Divina Commedia und so vorgelesen. Also es war wirklich ein italienischer Haushalt. Weil meine Eltern gesagt haben, wir gehen wieder zurück nach Italien und ihr sollt diese italienischen Wurzeln fühlen. Und wir sind dann in den Sommerferien nach Italien gegangen mit 10 Migros-Tragtaschen gefüllt mit Kaffee, Zucker und was man sonst und Zigaretten, was man in Italien gebracht hat. Und dann wieder zurückgekommen mit Nüssen und Datteln und so, die es damals in der Schweiz nicht gegeben hat. Und das war wirklich. Und man ist nach Italien gegangen, Runde bei den Verwandten und wir alle, nein, nicht schon wieder, bitte. Und inklusive die Friedhöfe. Das ist ganz wichtig, in Italien sind die Toten sind dabei. Die werden auch nicht nach 20 Jahren ausgegraben, die sind da. Und das ist eine andere Form von Tradition, das habe ich mit der Muttermilch aufgesogen. Ich zeige Ihnen mal mein Horoskop. Ich bin am 3.3.56 geboren. Und ich arbeite jetzt in diesem Vortrag, den ich habe, Begeisterung für die Mondknotenachse. Weil für mich die Mondknotenachse, die ist nicht nur der Rucksack, den wir bekommen haben mit unseren Aufgaben, die wir drin haben, sondern in diesem Rucksack haben wir die Werkzeuge und die Anforderungen von unserer Ahnenreihe. Wir sind immer, immer zu jeder Zeit das Beste von unserer Ahnenreihe, was wir aus der Zeugung, die aus den Sämchen und den Eichen, die uns gezeugt haben, sind wir immer das Beste gewesen. Und darum ist in dieser Mondknotenachse für mich alles drin, was man wissen muss. Und ich zeige euch das nachher. Ich beschäftige mich sehr mit was war eigentlich vor mir da, was war von meinen Geschwistern da, was war das, was unsere Familie zuerst in die Schweiz getrieben hat, dann wieder zurück nach Italien. Es ist so viel Wissen verloren gegangen und ich bin die Älteste, ich weiß noch am meisten. Meine Brüder wissen viel, viel weniger. Und darum habe ich gedacht, das muss doch im Horoskop irgendwie zu erkennen sein, was sonst noch meine Aufgaben sind.
Und die Mondknotenachse ist 12 Grad 46, Schütze Zwilling. Bei mir weiß ich jetzt die Geburtszeit, und zwar ist die Geburtszeit wirklich korrekt. Und weil ich bin in einem Spital geboren, das wirklich auch astrologisch sehr speziell war. Und dann gibt es noch diese sabischen Sätze, das erzähle ich euch nachher. Da ist das Leben verbinden und das Leben sühnen. Ich muss sagen, ich arbeite mit den Kochhäusern. Diese Sätze, die ich habe, habe ich von Erich Bauer. Mit dem habe ich 2007 das erste Mal ein Seminar gemacht mit seinen Masken. Und das war für mich eine Welt, die sich geöffnet hat. Und dann mit Bernd Merz. Bernd Merz kennen, glaube ich, die meisten auch, den muss man nicht erklären. Und dann arbeite ich mit den sabischen Symbolen. Die habe ich aber noch nicht so lange, erst etwa ein halbes Jahr, wirklich entdeckt. Ich habe das Buch immer gelesen, habe gedacht, das verstehe ich gar nicht. Und ich glaube, viele von Ihnen kennen die sabischen Symbole vielleicht auch nicht. Arbeitet ihr damit in Österreich? Schon, oder? Wenig, oder? Also, es ist ja nicht 0815, aber viele haben sich spezialisiert. Also die sabischen Symbole, damit ich das schnell erklären kann, ist eine Symbolsprache, die es seit Mesopotamien gibt. Und über die Jahrhunderte sind immer wieder gebraucht worden, auch von Astrologen. Und dieser Mark Edmund Jones, der hat ein altes Buch gefunden aus dem 18. Jahrhundert von einem Vorgänger. Der hat diese Symbole und ihre Schlüssel. Hat er gedacht, ja gut, aber das ist so eine komplizierte Sprache, das muss man doch vereinfachen können. Und er war Astrologielehrer, hatte eine Schülerin, die Elsie Wheeler, und die war medial extrem begabt. Und die war meines Wissens sogar behindert, aber sie war medial unglaublich begabt. Also wirklich die warme Seele zum diese Symbole aufschlüsseln. Dann hat er 360 Kärtchen gemacht, für jedes Grad, von jedem Zeichen ein Kärtchen, 360, hat nur die Symbole draufgeschrieben, hat die Kärtchen verdreht hingelegt und dann musste sie ihr Bild dazu geben. Und dann hat er es im Schluss verglichen mit den Bildern, die er von diesem alten Buch aus dem 18. Jahrhundert hat, und daraus sind dann diese Symbole entstanden. Wenn ihr wollt, ich habe die Bücher mitgenommen, ihr könnt also nachher reinschauen. Und das war meine Arbeit als Transformationscoach. Da hatten wir sie von karmischer Rückführung über Familienstellen, über Qigong, Tai Chi, ja, alles Mögliche. Also, und dann war meine Schlussarbeit, war diese Masken zu machen, weil ich hatte von allen die Geburtsdaten, und zum Beispiel, wenn wir eine Rückführung oder eine Aufstellung gemacht haben, dann haben wir am Schluss vom Abend oder so, habe ich dann meistens ins Horoskop reingeguckt, und dann haben die das mit nach 2 Tagen gewusst und haben gesagt, ja, jetzt guck mal, was steht jetzt da im Horoskop, hat sich das aufgelöst, über die Transite und die Progressionen. Wir haben nicht gewusst, was am Morgen passiert, haben sich so viele Sachen aufgelöst und so viele energetische Sachen. Und meistens hat es mit der Mondknotenachse zu tun gehabt, mit dem Pluto und ganz, ganz, ganz stark die Lilith. Und interessanterweise auch viel mit dem Chiron, weil es sich dort aufgelöst hat. Oft mit dem Chiron. Das ist wirklich sehr, sehr spannend für mich gewesen. Da habe ich etwas gelernt dazu. Und nein. So sieht das aus, wenn man in Italien in einen Friedhof geht, und da hat es zum Beispiel Ferranti Annunciata Bellagani 1863 bis 1930 oder 83 bis 50, und so, und dann habe ich gedacht, ja, aber mit dem kann ich nichts anfangen. Ja. Also was kann ich mit 1950 anfangen? Also um Gottes Willen, oder? Und meine Großmutter, die hat dann schon mal ein Datum gehabt, das war aber schon mal was, oder? Dann habe ich bei diesen Gemeinden telefoniert, und ich habe ein
halbes Jahr warten müssen, bis ich so einen Auszug von den Anagrafen bekommen habe. Wie heißt das diese auf Deutsch? Standesamt. Das Standesamt, oder? Und dann ist mir ganz was Spannendes aufgefallen. Also da ist immer, das ist zum Beispiel Antiparité, verheiratet mit der Accorsi Carla und so, das ist dann meine Mutter und so. Und dann kommt etwas Interessantes, Ammoliato. Das, oh nein. Mal zurück. So habe ich dann angefangen. Hä? Also, da hatte ich immer Amoliatosi. Ich habe einen Moment gebraucht, bis ich gemerkt habe, was Amoliatosi heißt. Aber das heißt verheiratet. Dann habe ich gedacht, okay, aber jetzt wird es interessant. Okay, mein Vater hat meine Mutter geheiratet. Also gibt es an diesem Tag, wo sie geheiratet haben, da ich das Datum habe, noch ein Horoskop. Und jetzt natürlich weiß ich nicht, wann mein Vater geboren ist. Bei meiner Mutter, die hat lange genug gelebt, habe ich es dann rausgefunden. Und am Amoliatosi habe ich gedacht, okay, um 12 Uhr heiratet in Italien niemand. Oh ja. Ja, selten. Also, normal mache ich die Horoskope, die ich nicht weiß, immer auf 12 Uhr. Aber dort habe ich dann gedacht, okay, in der Po-Ebene, haben sie auch morgens um 3 geheiratet, weil das hochkommunistisch war und die Leute nicht in der Kirche heiraten wollten, also sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen, dass sie zur Kirche gestanden sind. Dann ist man morgens um 3 zum Pfarrer gegangen und hat dann geheiratet, wo der Sakristan war, dem Trauzeuge. So war das in Italien. Hä? Und das ist doch spannend. Weil ich habe dann ein Horoskop, ich habe dann für alle Horoskope gemacht, wo ich die Daten bekommen habe und habe dann einfach die speziellen Sachen aufgeschrieben, was ist denn jetzt mit dem Mondknoten verbunden, was ist, also das war viel Arbeit, he? Also die Arbeit ist noch gar nicht fertig. Dann habe ich gedacht, okay, was ist denn die Zuordnung der Planeten in der Aufstellungsarbeit. Da wissen wir, dass die Sonne ist der Vater, das ist nach Bernd Mer, das ist also nach Erich Bauer. Ich habe ein paar Sachen beigetragen und andere Sachen, die ich in der Literatur gefunden habe. Und nach Bernd Merz waren noch so interessante Sachen dabei. Da habe ich mir das alles aufgeschrieben, bis runter zu allen Planeten, bis zu Lilith habe ich alles. Und habe das extra so gemacht. Dann habe ich geguckt, die Mondknotenachse. Was bedeutet die Mondknotenachse? Und das ist auch von Erich Bauer, aber ich habe es dann noch ergänzt mit dem, was ich sonst noch gefunden habe. Zum Beispiel die Mondknotenachse im Widder, das bedeutet das Leben vorwärts treiben. Also sich erneuern, Neuanfang, vielleicht nach dem Tod, nach dem Krieg oder eine Pause der Sippe, also das habe ich auch erst über andere astrologische Bücher gefunden. Es ist tatsächlich so, dass man eine Sippe beschließt, sich zu verkleinern. Also dass einfach ein paar Leute einfach sterben, die haben keine Nachkommen. Es ist ihre Zeit abgelaufen oder sie entscheiden sich, keine Kinder zu haben. Interessanterweise sind das oft Wassermänner, die sich dann entscheiden, keine Kinder zu haben oder nicht haben durften früher, weil sie vielleicht homosexuell waren oder so. Und das ist ganz interessant, was dann die Bedeutung von dieser Mondknotenachse ist. Hä? Und dann kann man aber weitergehen. Wenn ich jetzt etwas wissen will, hä, dann komme ich mir vor bei diesem Thema mit den Ahnen wie der Robinson Crusoe auf der Insel, aber ich habe nicht mal einen Freitag dabei, der mir helfen kann. Und wenn ich jetzt die Mondknotenachse anschaue, ich habe 12 Uhr mittags, ich habe nur diese Grade von der Mondknotenachse, aber diese Grade, die haben darunter ja noch eine Bedeutung. Also, von 0 bis 2,5 Grad ist der Widder, von 2,5 bis 5 Grad ist der Stier und so weiter und so fort und so. Dann habe ich mir überlegt, da wo die Mondknotenachse ist, wo der Mondknoten steht, hat seine eigene Qualität darunter. Und was
für eine Qualität ist das? Wenn es jetzt eine Feuerqualität unter einer Erdqualität ist, also die Mondknotenachse, also jetzt diese 12 Grad, 43, was es auch wäre, wäre zum Beispiel Steinbock und darunter ist er wieder, dann brodelt es ja darunter immer ein bisschen. Und das gibt dem Ganzen eine spezielle Qualität, oder? Das ist jetzt alles nur noch Theorie. Ja. Ah, das ist das Buch von Mark Edmund-Jones. Und dann gibt es diese sabischen Symbole. Jetzt kann ich diese sabischen Symbole, die gibt es auf Astro-Wikipedia, kann man die also auch runterladen. Und da gibt es auch nur die Worte. Da kann man zum Beispiel sagen, okay, 12 Grad 43, das heißt, man muss das sabische Symbol schauen zwischen 12 und 13 Grad, oder? Und dann steht es auf Englisch und die Vergangenheit einer Witwe wird zutage gefördert. Was um alles in der Welt heißt das? Die Vergangenheit einer Witwe wird zutage gefördert. Wenn man dann das Buch nach vorne nimmt, gibt es dann andere Schlüsselworte, die dazu sind. Die Vergangenheit einer Witwe, das heißt, die Frau hat ihr Leben selber managen müssen. Und sie hat sich selber durchbringen müssen. Und wenn man der Vergangenheit schaut, was haben die Frauen alles geleistet, wenn sie Witwe waren? Und das ist dann das Thema auch von der Ahnenreihe. Was hat's mit dieser Ahnenreihe zu tun? Also es ist so ein Puzzlespiel. Man bringt diese verschiedenen Sätze zusammen und dann beginnt man sich in dieses Thema reinzudenken, diese Symbolik. Und ich packe das so, das war jetzt eben die Hochzeit von meinen Eltern. Das zeige ich euch jetzt als Beispiel. Farbige Ferrante, das ist mein Papa mit Carla Corsi. Die haben dann am 26.05.1955 geheiratet. Er ist am 15.12.1992 gestorben. Also so Sachen stehen dann alle drin. Aber das kann man dann wirklich gut gebrauchen, einfach mit 12 Uhr Mittag. Und dann sehen die Horoskope dann so aus, links oben, das ist mein Papa, das sieht man nicht so gut, sein Horoskop und dann das Horoskop von meiner Mama. Und da seht ihr zum Beispiel meine Mama, Mondknoten, 12.36 Grad Jungfrau. Das ist die Mondknoten, wo ist sie? Ich muss jetzt schauen, dass ich da keinen Quatsch erzähle. Schütze Zwilling, oder? Und wie soll ich da Jungfrau geschrieben? Ah, bei den MC, ich habe es durcheinander gebracht. Sorry, das kommt davon, wenn man ein bisschen mit Schutz arbeitet. Okay? Aber das Thema ist das Leben verbinden und das Leben sühnen und teilen. Das waren so die Themen von der Sippe von meiner Mutter. Man muss jetzt dazu wissen, meine Mutter wurde unter speziellen Umständen gezeugt. Ich finde, das gehört noch irgendwie hier rein, weil sie hat nämlich den Pluto, die Lilith am Aszendent. Meine Großmutter wurde als Zwilling gezeugt. Und ihre Zwillingsschwester ist relativ früh nach der Geburt gestorben. Und meine Großmutter hat mit 3 hat sie Gehirnhautentzündung bekommen. Und damals, das war 1914, hat man das natürlich nicht so geheilt. Und dann ist sie einfach das Dienstmädchen der Familie geblieben. Also man hat sie dann als zurückgeblieben eingestuft. Sie konnte reden, im Haushalt helfen, aber sie konnte nicht lesen, nicht schreiben. Und sie war einfach das Mädchen auf dem Feld. Aber sie muss wunderschön gewesen sein. Und sie hatte dann als 24-jährige Frau hat sie einen Mann gehabt, der war unsterblich in sie verliebt. Wir reden jetzt hier von der Gegend in der Poebene in der Nähe von Bologna, gell? Und der wollte sie heiraten, hat x-mal ihre Hand angehalten und der wurde immer aus dem Haus geschmissen. Abgesehen davon hatten die noch ein bisschen Geld, die Eltern von meiner Großmutter. Und dann hat er halt eben gedacht, gut, dann schwängere ich sie, dann muss sie heiraten. Er hat sie dann geschwängert,
und ist dann wieder zur Familie, ich habe sie geschwängert, ich will sie heiraten, ich muss sie jetzt heiraten. Dann sind die Cousins und die Brüder meiner Großmutter gekommen mit dem Gewehr und haben gesagt, wenn du dich hier noch einmal blicken lässt, wirst du erschossen. Das war damals so. Und so ist meine Mutter natürlich ohne Vater aufgewachsen. Und das finde ich noch spannend, oder? Das, ja. Und einfach zu diesem Thema, Familienthema, ich habe zwei Schwestern, meine Mutter hat zwei weitere Töchter geboren, die bald nach der Geburt gestorben sind. Einfach nur zur Wiederholung von der Familie, oder? Und mein Vater kommt aus einer Familie, wo sie auch sehr, wir haben was, wir sind was, oder? Damals, bevor sie in die Schweiz sind, bevor auch die Kriege alle gekommen sind. Und er ist in der Achse Löwe Wassermann. Und da ist das Thema das Leben erschaffen und das Leben erneuern. Also er verbindet sich mit meiner Mutter, die eigentlich das Leben verbinden, das Leben sühnen und heilen. Und so sieht das nachher aus, wenn sie heiraten. Ich habe noch ein paar Minuten, ja. Die haben am 26.05.1955 um 11 Uhr geheiratet. Also ich weiß, dass es nicht vor Mittag war, weil meine Mutter hat mir nämlich mal erzählt, dass sie dann zum Mittagessen sind und das war dann die Hochzeit. Und die Qualität, die darunter ist, von den 27 Grad 43, ist Fische. Der aufsteigende Mondknoten, den seht ihr, der ist im vierten Haus, also Familientradition im Schützen. Und in den Graden hat er aber diese Qualität vom Wasser darunter. Also oben ist das Schütze, und, also Feuer und Wasser. Das reicht schon für den Moment, dass man mal das anguckt, oder? Der Mars und der Merkur, die sind aber im absteigenden Mondknoten im Trigon zu Neptun rückläufig im Waage. Das Thema, das Sabische, also das Thema von der Mondknotenachse ist, das kommt, das Leben verbinden und das geht zu, das Leben sühnen und heilen. Es ist wieder eine Wiederholung dieses Themas, das meine Mutter eigentlich hatte. Aber das ist jetzt in dieses Hochzeitsbild reingeflossen. Und ich erkläre dir noch was dazu. Und die sabischen Symbole sind, ein Mann erklärt seinen Konkurs, Befreiung, und das Schlüsselwort ist Befreiung, große Entschlossenheit. Was passiert, wenn ein Mensch seinen Konkurs erklärt? Also, er sagt, okay, ich habe jetzt eine Firma geführt, ich habe das gemacht, ich kann nicht mehr, ich höre jetzt auf, ich verliere jetzt halt in Gottes Namen alles, aber ich fange von vorne an. In den USA ist es gang und gäbe, dass man zwei, dreimal Konkurs macht, bevor man dann wirklich reich wird oder eine Firma hat. Das ist hier in Europa nicht so gang und gäbe. Aber um dieses sabische Symbol zu erklären, finde ich das sehr spannend, weil als Beispiel, das ist diese Befreiung, den hat er auch eine große Entschlossenheit. Mein Vater war... Ich habe den als Kind so erlebt, dass der 7 Tage in der Woche gearbeitet hat, manchmal 12 Stunden. Er war Elektromonteur, hat in riesigen Bauten in der Schweiz gearbeitet, ist 1975 nach Nigeria zum Arbeiten. Meine Familie ist dann wieder zurück nach Italien, ich bin in der Schweiz geblieben. Und diese Entschlossenheit, die hat mein Vater wirklich durchgezogen. Und ich denke heute, dass mein Vater relativ früh gestorben ist, weil er einfach eine Kerze war, die an zwei Enden gebrannt hat. Er war immer für die Familie da, er hat immer aktiv etwas gemacht. Und das andere sabische Symbol ist, eine alte Brücke über anmutigem Wasser lag, da habe ich zuerst gedacht, um Gottes Willen, was heißt denn das wieder? Und das ist, Schlüsselwort ist Bewahrung. Die Fähigkeit, Bedürfnisse und Ideale in universelle Strukturen zu führen. Meine Eltern haben das meisterhaft verstanden, uns diese italienische Tradition, diese Kultur und auch diesen Stolz, Italiener zu sein. Also ich kann euch sagen, das war nicht einfach. Ich meine, ich war ein Cink.
Ich habe das erlebt, wenn ich eine Schulfreundin vor die Haustür begleitet habe, dass die Mutter auch vor der Tür gestanden hat. Aber der Gin kommt denn jetzt nicht rein. Also, das ist für ein Kind verletzend. Das heißt auf Hochdeutsch, also diese kleine Drecksgöre, die kommt nicht rein. Das ist eine Ausländerin. Hä? Aber unsere Eltern haben dann immer gesagt, die verstehen es nicht besser. Hä? Und meine Großmutter, sie war so eine stolze Frau, die hat gesagt, die Schweizer sind ein unzivilisiertes, ungebildetes Bauernvolk. Das war für sie erledigt. Die hat immer gesagt, die haben keinen Dante vorgebracht, die haben keine Kultur, die haben keine römische Kultur, die haben nichts, die sind Bauern. Und das habe ich auch nicht gut gefunden. Aber draußen waren wir halt mit Schweizer Kindern spielen, drinnen waren wir halt in Italien. Und diese Brücke über anmutigen Wasserlauf, diese Bewahrung, diese Fähigkeit, Bedürfnisse und idealen universelle Strukturen zu fügen, das finde ich spannend. Und wenn Sie jetzt nicht die Möglichkeit haben, eine Aufstellung zu machen und Sie wollen nur mal in Ihr Horoskop reingucken, dann schauen Sie diese Mondknotenachse an. Und, oh, du, gell? Nein, so. Und dann habe ich noch etwas anderes gefunden. Durch die Arbeit mit dieser Mondknotenachse, da habe ich nachher gedacht, okay, aber jetzt, wenn ich jetzt etwas gefunden habe, habe dann eine Aufstellung gemacht, habe gesehen, zum Beispiel das Thema mit meinen Schwestern, die gestorben sind, war für mich wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema, hat mich viele Tränen gekostet und ein paar Aufstellungen. Und dann habe ich durch das, dass ich die letzten 8 Arbeitsjahre vor meiner Pensionierung als Pfarramtssekretär in einer katholischen Kirche gearbeitet habe, habe ich gelernt, wie wichtig das Rituale sind. Also man kann jetzt von den Kirchen denken, was man will. Aber Rituale gibt es, seit es die Gemeinschaft der Menschen gibt. In jeder Kultur gibt es Rituale. Und für mich ist es wichtig zu sagen, dass man alle Rituale beachten soll, die es wirklich gibt. Also es ist egal, ob jemand auf Afghanistan kommt oder aus Mexiko kommt oder aus Timbuktu, was weiß ich was. Jeder von uns hat Rituale mitgekriegt. Und bewahren Sie diese Sachen im Herzen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel in der katholischen Kirche halt eben den Schulunterricht, den Religionsunterricht mitgemacht haben, haben sie gelernt, dass es die Weihnachtsrituale gibt, sie haben die Johannisnachtrituale gelernt. Also all diese Rituale, die die Kirche den Völkern geklaut hat, die vor ihr dort waren, aber die haben alle einen tieferen Sinn. Und ich möchte Ihnen ans Herz legen, weil das ist wirklich meine Erfahrung, wie wichtig das ist, wenn Sie etwas auflösen in einer Aufstellung oder so, dass Sie nach Hause gehen und machen Sie ein Ritual. Überlegen Sie sich, was für Sie stimmt mit diesem Ritual. Ich gebe meinen Schülerinnen, meinen Leuten, die ich nebendrin manchmal ein bisschen ausbilde, zum Beispiel mit, wenn Sie nicht genau wissen, was für ein Ritual, aber Sie wollen vergeben, Sie merken, dass es Zeit ist, etwas zu vergeben, dann nehmen Sie sich eine ruhige Zeit, stellen Sie Ihr Handy auf 20 Minuten, nehmen Sie ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber, der nicht auslaufen kann, oder einen Bleistift, und dann umgeben Sie sich meinetwegen mit Weihwasser, mit Lavendel oder was Ihnen einfach alles gut tut, das ist egal, es muss Ihnen gut tun, schauen Sie, dass Sie nicht gestört werden. Und dann fangen Sie an, 20 Minuten zu schreiben. Nie den Kugel abstellen, schreiben, nie, nie, nie abstellen. Wenn das die 20 Minuten durch sind, halten Sie das Blatt zusammen, auf keinen Fall lesen, absolut verboten. Sie wissen, Sie haben sich vorhin überlegt, ich will jetzt eine Vergebung für diese und diese Situation. Das gilt auch für eine Trennung oder was immer das ist. Und dann, wenn es für Sie stimmt, gehen Sie an einen Bach, zerfetzen Sie dieses Papierchen und schmeißen Sie ins Wasser. Oder Sie nehmen eine Kerze,
verbrennen das mit Genuss und dann ist es weg. Und dann können sie es aus ihrem Leben rausstreichen. Oder zum Beispiel ein Ritual ist, das habe ich mit meinen Schwestern zum Beispiel gemacht, sie haben Anna Silvia geheißen, beide. Dann habe ich eine Rose gesucht, die Anna heißt, und eine Rose, die Silvia heißt, und habe sie mir in den Garten gepflanzt. Habe zuerst den Boden mit Weihwasser ausgespritzt und dann habe ich noch ein bisschen Düftchen mit Blüten und so und habe das Ganze hier gepflanzt und gesagt, das ist für euch, ich sehe euch, ich habe, es tut mir leid, dass wir nicht ein Leben miteinander führen durften, aber ich werde andere, ich werde euch in ehrender Erinnerung halten und das ist jetzt halt einfach so gelaufen für diese Inkarnation. Nächste Inkarnation, neues Spiel. Bis dann. Wird es halt eben was anderes geben. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das so halt eben lebt, oder? Und man kann auch so ein Ritual machen. Ich muss hin und wieder mal so Spitaluntersuchungen machen und dann in diesem Spital hat es einen Raum der Stille. Und man muss einfach dazu wissen, ich habe in Schlieren gewohnt, das Spital ist in Schlieren. Im Limmental haben wir allein in Dietikon 126 Nationen. Das war 2019, habe ich extra abklären müssen für die Kirche. Davon waren 63 Nationen Katholiken. Und die haben das clever gemacht. Der Raum der Stille, der hat eine Tora drin, der hat eine Bibel drin, der hat Mohammeds Schriften drin, der hat buddhistische Schriften, es ist einfach fantastisch. Und dann haben sie drei so große Stelen aus Glas, ist das, und da ist dieses Gedicht drauf, es war, als hätte der Himmel die Erde geküsst, dass sie im Blütenschimmer von innen träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternenklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog die stille Lande, als flöge sie nach Haus. Das ist Mondandacht von Eichendorff. Und wieso lese ich Ihnen das vor? Ich denke halt einfach, man hat so ein bisschen die Tendenz, immer alles ein bisschen zu verschieben. Sie wissen nicht, ob Sie in einer halben Stunde noch da sind. Und alle, die vor uns gegangen sind, sind, man sagt, in einer besten Welt, wissen wir nicht, können wir nicht beurteilen, aber nehmen wir doch hoffentlich an, oder? Weil wir irgendwann auch mal in die Richtung gehen. Aber es ist wichtig, befassen Sie sich mit diesen Themen, die Sie in Ihrem Leben haben. Und es ist nicht nur in der Mondknotenachse, was haben wir für Themen bekommen? Es ist in der Mondknotenachse eben auch drin. Was hat es mit uns zu tun? Was hat es mit meiner Familie zu tun? Wieso bin ich das Beste? Und meistens weiß man einfach nichts davon. Ich habe jetzt im Moment gerade drei Horoskope. Da haben die Frauen, waren halt eben alles Frauen, die haben erst viel später erfahren, dass sie adoptiert wurden. Ja, aber dann fehlt dir doch die ganze Zeit irgendwas. Du hast immer... Und eine, da haben wir am Schluss dann bei der Aufstellung wirklich herausgefunden, dass es stimmt. Da habe ich gesagt, du bist als Zwilling angelegt. Und dann hat sie gesagt, weißt du, ich gehe einkaufen, ich kaufe zwei Butter, ich kaufe zwei Konfitüren, ich kaufe immer alles zwei. Und mein Mann sagt, das ist zwanghaft, du hast einen psychischen Knacks. Und dann habe ich gesagt, nein, du kaufst für deinen Zwilling ein. Sei es Mädchen oder Junge, du bist als Zwilling angelegt. Und dann hat sie gesagt, meine Mama hat mir aber nichts gesagt. Und ich habe gesagt, ja, gestern mal eine Aufstellung machen und dann weißt du das, oder? Und zeigt sich das. Und bitteschön, hat sich in der Aufstellung gezeigt. Sie war als Zwilling angelegt. Der Zwilling ist dann einfach weggegangen und früher hat man ja keine Geschichte draus gemacht. Oder früher, ja, hat man eine Schmierblutung im dritten Monat gehabt und dann war es das, oder? Das finde ich noch spannend. Und ich bin jetzt ein bisschen früher fertig. Nein, passt genau. Nein, pünktlich. Aber ich würde sagen, vielen Dank. Grazie di cuore per l'attenzione.
und das ist die Aussicht von meinem Schlafzimmer. Oh. Und dahinter ist die Schweiz und da drüben ist Mailand. Und ihr könnt euch vorstellen, im Winter ist eine graue Glocke dort hinten und ich denke immer, ihr armen Schweine, ich hab's so schön. Und jetzt könnt ihr gerne Fragen stellen. Kannst du italienische Literatur auch empfehlen? Also es ist so, ich stehe ein bisschen auf Kriegsfuß mit der italienischen Astrologie, weil halt eben sehr viel in Italien noch dieses, und wann heirate ich, wann kriege ich den besten Mann und mein Mann betrügt mich, wie werde ich ihn noch, lauter solchen Quatsch. Aber es gibt wirklich fantastische Literatur mittlerweile. Können wir da mal sprechen? Da können wir nachher sprechen. Aber was ich euch sehr empfehle, ist Lianella Livaldi Lam, macht sie auch auf Italienisch. Und dann gibt es diesen, wie heißt der, Mario Pescatore, wie heißt der? Also auf alle Fälle, ich kann dir mal eine Liste schicken. Super, danke. Das ist wirklich, gibt tolle Astrologen. Familienabstellungen kommen jetzt langsam auch in Italien. Mache ich schon unten. Ja, Milano, es ist halt eben, Milano ist der Vorreiter von allem. Aber es ist auch, Mailand und Turin sind die Vorreiter. Aber ich war vor 3 Wochen das erste Mal in Turin. Es ist die weiß-schwarze Stadt von Italien. Die wurde von Anthroposophen praktisch gegründet. Und es ist eine unglaubliche Stadt. Und es hat ein unglaubliches Wissen. Ich meine, es hat eine Machiavelli gegeben in Italien. Es hat Dante gegeben. Es hat wirklich, ich entdecke das erst jetzt richtig. Ich habe gar keine Zeit gehabt vorher. Wir schauen, jetzt wird dann in Italien ein neuer Verband gegründet. Ja, weil ich bin gesagt, ich mache in Milano schon Aufstellungen. Machst du schon auch schon in Milano? Oh, 40 Minuten von mir entfernt. Ich kann im September besuchen. Kommst du mich mal besuchen? Perfekt. Wer hat Fragen? Ich habe schon noch eine zu dem. Das mit dem Mondknoten habe ich super, super gefunden. Da hast du eben das gesagt mit Sühnen und Heilen. Ja. Und Leben geben und erneuern. Da hast du die Zuordnung gemacht mit dem Leben erneuern und also eben erschaffen und erneuern ist Löwe, ja, Wassermann. Ja. Und das mit dem Sühnen, glaube ich, ist das Jungfrau Fische. Oder hast du da noch Zuordnungen genauer? Ja, weißt du, ich habe so ein Blatt, das könnt ihr euch nachher ansehen, wenn ihr wollt. Da ist einfach zum Beispiel was, da wäre jetzt zum Beispiel für die, die Abstellung machen, der Fisch wäre die Seelengroßmutter. Bei der Hannelore Traugott war es immer die Lilith. Und das muss man dann halt einfach rausfinden. Aber jetzt zum Beispiel, da habe ich alles zu den verschiedenen, ich weiß nicht, wo hast du zum Beispiel deinen Mondknoten? Ja, Jungfrau Fische. Fische ist absteigen? Aufsteigen. Also, wenn ich jetzt hier die Jungfrau vorlese, das wäre dann so, das Leben zur Reife bringen, Pflicht zur Erhaltung der Sippe. Ich habe extra, dass ich nicht überziehe. Ich habe die Tendenz, zu viel zu reden. Aber das hat sicher niemand gemerkt, oder? Pflicht zur Erhaltung zur Sippe. Wenig konfliktfreudig, dafür selbstständig und naturbewusst. Selbstverantwortung und Reife gehören zum Abschein Mondknoten. Daher kommt man. Ordnung und Erhabenheit in der Sippe schaffen, da geht es wirklich um Ordnung und Erhabenheit. Ja? Verzicht auf eigene Kinder ist auch oft da drin, bei der Jungfrau, weil die entscheidet dann bewusst, okay, es hat genug Leute auf der Welt, also ich mache mich noch ein Ding. Ich werde jetzt mit Leidenschaft Ärztin oder irgend sowas, oder? Aber ich sage jetzt, das würde jetzt da reingehören, oder? Das ist wirklich beim Abschalten sehr eine bewusste Entscheidung. Das ist nicht etwas, was aufgezwungen ist, weil man unfruchtbar ist. Um Ruhe
Und das ist diese Verzicht auf eigene Kinder ist auch, um Ruhe, Ruhe ins System zu bringen. Also ein gestresstes System, vielleicht ein System, das viel im Ausland war, viel weg war, das braucht Ruhe im System, oder? Und allenfalls nach viel Chaos und vielen Toten in der Sippe. Ich muss sagen, ich hatte diesen Bosnienkrieg, hatten wir auch Mitarbeiter, viele, die von dort kommen. Das ist spannend, wie das für dort für viele Leute stimmt. Ja? Und der Sippe dienen und Ernte einbringen. Und Ernte einbringen, das wissen Sie sowieso, Jungfrau, aber es ist so, durch die eigene Arbeit Ernte einbringen, das gehört dazu. Und der Fisch wäre dann das Leben erlösen. Leben findet Erfüllung, Anhalten und Loslassen für den Neubeginn. Die Würde Vater zu sein, wurde manchmal abgesprochen. Also das ist dann viel, das ist ein Sippenthema, ja. Ja, das ist wirklich ein Sippenthema. Ja, eben die Würde Vater zu sein, wurde abgesprochen. Ist heute in der heutigen Zeit noch oft so mit Frauen, die dann sagen, okay, die Kinder kommen zu mir und die Männer sagen, ja, aber halt jetzt einmal. Ich sage, mein Kind will das auch sehen. Das ist noch viel Entscheidung, ist das ein Thema. Ha? Und in der Sippe sich nicht willkommen fühlen, eine versteckte Schwangerschaft und Kinder sind dann eine Schande. Ich hatte so ein hohes Wort, da war Kinder. Uneheliche Kinder. Und da war zum Beispiel ein Kind von einem Pfarrer. Heiligkeiten, Verdrängtes, Verborgenes, uneheliche Zeugungen. Eben, das war eine uneheliche Zeugung und da war der Vater, war Pfarrer, der Dorfpfarrer. Der Unwein in der Jungfrau. Ja. Nein, das ist der Fische. Ja, in dieser Achse, oder? Ist doch wunderschön, oder? Die Manifestation der Auflösung der irdischen Sippe, das Rad des Lebens, hat sich erfüllt. Die Reinigung, Auflösung und Erlösung. Komm nicht mehr, so ungefähr. Komm nicht mehr. Ja, oder ich entscheide jetzt, nein, fertig, jetzt reicht's. Oder, und das ist, und dann habe ich hier noch so, ich habe mir das aufgeschrieben, wer das auch wissen will, kann das angucken. Die Bedeutung von den Ritualen, was zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Katholiken da sind, aber Österreich ist dann grundsätzlich ein katholisches Land, oder? Grundsätzlich, ja. Ja, also Italien ja auch, oder? Aber ja, eben, das sagen wir mal nicht gelingt, oder? Darf ich auch noch was sagen? Ja, ja. Speziell zu den sabischen Symbolen, die du uns gezeigt hast. Ich habe das bis jetzt immer relativ abstrakt gefunden, das Thema, und habe noch nicht so einen richtig guten Zugang gefunden. Und deshalb meine Frage, verwendest du die sabischen Symbole für bestimmte Konstellationen mehr oder nimmst du einfach sozusagen das ganze Horoskop her und schaust bei allen Positionen oder speziell bei der Mondknotenachse auf die sabischen Symbole? Also ich persönlich brauche die sabischen Symbole vor allem für Sonne und Mond und für die Mondknotenachse. Aber wenn du natürlich so Konstellationen, wo du so Ballungen hast und so, dann gucke ich alles an und sage, okay, was sind hier die Themen darunter, wieso? Das ist dann wie eine Gruppe, die sich trifft, oder? Was hat die gemeinsam? Woher kommen die? Das ist wie Menschen, die sich irgendwo begegnen aus einem anderen Land, oder? Also, wo kommen die her? Was bringt die zusammen? Wieso stehen die zusammen? Die haben doch gar nichts miteinander zu tun. Und dann liest du die sabischen Symbole und dann sagst du, okay, da hat es aber schon ein Thema. Und dann kristallisiert sich was raus. Und ich finde, bei den sabischen Symbolen, da muss man meditativ rein. Das weil du zum Beispiel, bis der Zufall so haben willst, sagen wir mal Zufall dazu, das Blatt, das du gezeigt hast mit den Graden, da ist zufällig auch ein Planet von mir, nämlich meine Sonne auf 14 Grad Schütze. Und da steht, das Murmeltier schaut am Murmeltiertag nach seinem Schatten aus. Das klingt für mich so abstrakt, dass ich einmal weiß, wie ich darüber meditieren soll. Aber jetzt, also, okay, aber jetzt kann ich dir das gerade aufschlüsseln. Darf ich kurz mal? Ja. Sich mit dem Murmeltier und rausschauen, das geht ja zurück auf eine
Geschichte, wo einen bestimmten Tag, kann sich Film und ewig grüßen, und jeden Tag geküsst das Murmeltier, und dann wird dieses Murmeltier immer am gleichen Tag rausgeholt, und das tut dieses Wetter bestimmen, wird es regnen oder wird es sonnig sein, das könnte es natürlich auch sein, ne? Das ist entscheidend, was du machst, aber wo ist die Brücke? Verstehe ich das? Ja. Also sag mir noch mal den Satz, weil jetzt ist mir das gar Murmeltier schaut am Murmeltiertag nach seinem Schatten aus. Okay, also erstens kommt das Murmeltier nur raus, wenn das Wetter gut ist. Das ist nämlich kein Schatten. Okay. Damit hat es keinen Schatten. Es kommt meistens am Mittag raus, wenn du in den Bergen gewesen bist. Zweitens ist das Murmeltier ein fantastisches Tier. Also wir brauchen das im Bündnerland, in der Schweiz sowieso. Da gibt es Murmeltiersalbe, das Murmeltierfett wird gebraucht, das ist gut gegen Rheuma. Und dann die Leute essen das Wetter von den Murmeltieren ab in den Bergen, oder die sagen, wenn die Murmeltiere nicht rauskommen, ist etwas nicht gut, da kommt schlechtes Wetter. Und das Murmeltier, was theoretisch so faul ist, ist ein so besonnenes, tolles Tier, was uns Wetter und alles bringt. Also das muss, du musst die Nebensätze auch alle lesen. Mhm. Und täglich grüßt das Murmeltier, hat was. Also es ist, kann man das fast wie eine Art, Orakeltier? Ja, das ist eigentlich sind das Orakel. Anscheinend, ich habe sie noch nicht gefunden, gibt es 360 Bilder sogar von diesen sabischen Symbolen, die ich aber noch nicht entdeckt habe. Also man geht quasi entlang der Symbole, wie zum Beispiel, dass man ein besonderes Tier hat, dass man sich mit dem Tier vielleicht auseinandersetzt und inhaltlich versucht, Schlüsse daraus zu ziehen. Was hast du jetzt gesagt? 14 Grad Schütze. Was? Ich bin zu schnell. Ich darf nicht mehr reden. Ich will es hier noch. Ich bin schon. Du hast schon. Achso. Also 14 Grad. Schütze. Bei mir steht es zum Beispiel bei 14 Grad, oder? Die Pyramiden der Sphinx. Ja, steht 13 bis 14 Grad und dann ja. Steht 14 bis 15. Ja, aber 13 bis, bei mir ist 13 Grad die Vergangenheit einer Winterkompensation. Es sind eben verschiedene Interpretationen. Aber es ist natürlich auch noch Bestätigung steht da. Bestätigung und Richtigstellung. Also es gibt verschiedene, du kannst nachher da reinschauen. Das ist wirklich spannend. Ja. Ich habe ganz interessant gefunden mit deinem Horoskop und deinem Horoskop die angeschaut, die von der Mutter auch. Ihr habt die gleiche Mondknoten, also 12 Grad Schütze. Das braucht genau. Ja. Das finde ich ganz spannend. Und wegen der Mondknoten kann ich Ihnen dann also euch dann auch ein Buch empfehlen, das ich häufig benutze und lese, habe ich davon so viel gelernt. Das ist die Amerikanerin Jan Spiller. Also das ist sehr interessant, das kann man mit rausholen, ja? Informationen bei der Beratung. Also das kann ich gerne weiter empfehlen. Also ich habe mit meiner Mutter eine unglaubliche Verbindung gehabt. Meine Mutter ist an einem Unfall gestorben, also nach einem Unfall auf der Intensivstation. Und meine Mutter und ich waren sehr verbunden mit der Mutter Maria, das muss ich sagen. Für uns war die Mutter Maria, meine Mutter war nicht wirklich, aber sie hatte diese tiefe Empfindung für die Mutter Maria. Und wir sind alle Kirchen rein, Herzchen bei Mutter Maria. Und für uns war, wir hatten nächtelang diskutiert, die Urmutter und was weiß ich was, das war Maria. Und meine Mutter, sie hat eine gewisse Hellsichtigkeit gehabt. Sie hat immer geträumt, wenn jemand stirbt und innerhalb von 3 Wochen war es dann immer so. Also, sie ruft mich 2 Wochen bevor sie stirbt an und sagt, jetzt habe ich geträumt, dass ich sterbe. Und ich natürlich, nein, Mami, das kann nicht sein.
14 Tage später macht sie einen Unfall, stirbt. Beziehungsweise, als ich gesehen habe, dass ihr Blutdruck von 40 nach 20 runtergeht, habe ich den Pfarrer gesucht und ich wusste, dass sie dieses Problem hatte mit dem Fellgefolge. Und ich habe zu meine Mutter war an 26 Schläuchen im künstlichen Koma. Ich konnte nicht mehr mit ihr reden. Und ich habe ihr immer gesagt, Mama, da steht der Todesengel, du kannst mit, wann immer du willst. Und das mit dem Fegefeuer und so, vergiss das alles, das ist alles Schrott, da haben wir den Leuten Angst gemacht. Das ist das Schlimme von unserer Kirche. Und das habe ich ihr richtig sogar laut in der Intensivstation, wo noch 10 andere Leute waren, gesagt. Gut, dann haben wir dieses Ritual mit der letzten Ölung mit dem Pfarrer gemacht, haben ihn ausgezahlt, dann kommt der Oberarzt und sagt, ja, Frau Beranke, Sie müssen gehen, wir müssen noch ein paar Untersuchungen machen. Habe ich gesagt, ich würde lieber bei meiner Mutter bleiben, weil jetzt kann sie gehen. Und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, das kann 3 Stunden, 3 Tage, 3 Wochen gehen, gehen Sie nach Hause, ich rufe Sie an. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich gehe jetzt hier ins Wartezimmer, wenn Sie fertig sind mit der Behandlung, komme ich wieder. Ich laufe von da bis zu dir mit dem Computer und der macht wusch. Und ich habe eine unglaubliche, tiefe Liebe empfunden. Also, das bleibt jetzt noch nicht, aber ich habe mit meinem Mann auch schon wunderschöne Orgasmen gehabt, aber das war einfach hoch unter. Also das war jetzt wirklich, ich weiß nicht, die Welt hat sich für mich aufgetan. Und ich habe gewusst, meine Mama hat mich umarmt und sie hat mir Tschüss gesagt und hat gesagt, so lang, ich gehe jetzt in die andere Ebene. Und ich warte dort auf dich, ich passe auf dich auf. Das war innerhalb von Sekunden, war das die Information. Und ich laufe zum Wartezimmer, da ruft der Arzt und sagt, Frau Ferrand, Ihre Mama ist gestorben. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß es schon, aber sie konnte jetzt in Frieden gehen. Und wir sind mit dieser Umwelt, mit diesen Ahnen, mit den Feinstofflichen verbunden. Und Leute, wir haben jetzt alle diese Planeten, diese Luftigkeit. Bauen wir verdammt nochmal die Verbindung auf zu diesem Wissen und erlösen wir, was wir erlösen können. Wir machen es nicht nur für uns. Wir haben jetzt inkarniert, damit wir es für die anderen gekommen machen können. Und vergesst bitte nicht, die Natur braucht uns ganz sicher nicht, auch wenn noch 100 Arten aussterben. Ganz egal, eine davon können wir sein. Aber wir brauchen die Natur. Und unsere Sippen, unsere Kinder, die kommen, die brauchen die. Und sie brauchen sie erlöst, damit sie andere Aufgaben wahrnehmen können. So, das so. Nur noch eine kurze Ergänzung. Andrea, du kannst ja unglaublich gut Englisch. Und es gibt im englischen Buch zu den samischen Symbolen, was da der absolute Klassiker ist und wo das wirklich sehr, sehr einfach untergebrochen ist. Also manchmal zu einfach, aber ja, von verschiedenen Seiten kriegt man dann ja auch einen Eindruck. Heißt Sabian Oracle von Linda Hill. Linda. Und das ist so der Klassiker. Ich weiß nicht, hat jemand von euch diese amerikanische Software Solarfire? Ja. Da sind die auch drin, von der Linda Hill. Von der Linda Hill, da sind die auch drin. Siehst du, Sabian Oracle von Linda Hill. Ja. Und ich habe die auch, Sabian Symbol and Astrology Analysis from Blaine Pollock. Also die habe ich da, könnt ihr gerne mal sehen. Und ich habe noch den Tipp zu Symbolen, es gibt die Tierkreiskarte von Chandus. Ja. Und übrigens, die sind auch hervorragend. Der Daniel, nur zum Sagen, also da von der Mark Edmund Jones, der wurde von Daniel Rudyard hat diese sabischen Symbole 1960 alle nochmal auseinandergenommen und hat gesagt, die stimmen. Und Daniel Rudyard war ja nicht, also der war ja. So, gut. Einen tollen Applaus. Thank you.